Wenn man am Windenbach steht und den Don Kaulbach sucht, findet man immer wieder in der Nacht Spots, die wahnsinnig gut laufen auf Brasse. Warum geht man nicht einfach mal gezielt auf Brasse? Ja, die Frage hatte ich schon bei den letzten Turnieren immer mal wieder gestellt. Also seit 2, 3 Wochen immer mal wieder gesagt, ja, immer wieder die ollen Brassen hier an den manchen Stellen. Also zum Beispiel gegenüber hier auf der Landzunge, wenn man da auswirft, zack, 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 immer wieder die ollen Brassen dabei gewesen. Und dann kommt auch Feedback aus der Community. Ja, Mann, hier schon wieder einen Spot voll mit Brassen. Naja, dann raus damit. Also Brassenköder drauf, Brassenfuttermische, Brassensetup und dann geht er hoffentlich gleich richtig schön was rein auf Brasse. Das wäre doch nicht so schlecht. Ich stehe jetzt hier schon eine gute halbe Stunde. Also die letzten Stunden der Nacht sozusagen von der letzten Nacht gerade noch mitgenommen. Und da sind auch schon die ersten Brassen reingegangen. Also es scheint zu funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es aus? Wir haben 19, fast 20 Uhr. Und das ist natürlich die ideale Zeit, um an einem Brassenspot zu sein. Futtermische reinballern. Satt. Brassenfutter. Satt. Ohne Brassenfutter. Finger davon lassen. Und dann rein da. Und dann gucken, was geht. Die Frage ist, was geht halt noch, ne? Also die kleinen Brassen, die Jungbrassen. Ja, ist ja ganz nett. Kann man vielleicht sogar mal gucken. Vielleicht gibt es sogar noch einen Kaffeeauftrag dafür. Aber ansonsten können die so auch weg. Die ganz Lütendinger schmeiße ich gerade einfach alle wieder rein. Die wollen wir nicht. Aber die größeren Brassen und die netten Beifänge sind schon mal gar nicht so schlecht. Also große Brassen und ganz vernünftige Aalande, das ist nicht schlecht. Das nehme ich doch gerne mit. Also durchaus eben eine Option. Hier wie gesagt, also Abend- und Nachtstunden sind halt wichtig. Bis in die Morgenstunden und dann gibt es auf einmal den Cut. Man sieht das hier vorne, glaube ich, auch ganz schön. Auf einmal ist dann Sense, dann kommen auch keine Brassen mehr. Dann werden die Brassen deutlich kleiner und diese Jungbrassen, die wollen wir nicht. Bedeutet also, wenn du hier eine ganze Stunde stehst, den Tag über sinnvoll nutzen. Entweder woanders hingehen oder hier natürlich dann probieren mit dem Mistwurm, mit dem Regenwurm, mit der Zuckmückenlarve, da dann einfach auch nochmal rein, aber das Setup, wie gesagt, ein bisschen umbauen und dann was anderes testen. Andere Möglichkeit, wir sind hier am sogenannten Laubenbaum, denn hier unter dem Laubenbaum läuft immer mal wieder auch die Laube ganz gut. Also hier einfach die Stippe raus am Tag, das ist ja auch ideal, denn die ist halt tagaktiv und in der Nacht eher Flaute. Das heißt, hier schön auf Laube angeln. Und danach nebenbei hier auf Brasse dann in der Nacht, wenn da nicht viel los ist. Vielleicht auch eine Route einfach mal mit einem Mistwurm auswerfen. Auch da geht eben ja durchaus die Brasse drauf auf dem Mistwurm. Und dann kann man damit eben auch ja entweder die Brasse fangen oder vielleicht geht ja auch noch ein Don rein oder sowas. Irgendwas, was eben Bock hat auch auf den Mistwurm. So, jetzt heißt es ein bisschen abwarten, bis es dunkel ist. Und dann gucken wir mal, ob es hier abgeht. Ja, und es wird gerade dunkel und schon geht es los. So soll das sein, es ist noch nicht mal richtig Nacht, aber so muss das auch sein für die Brasse. Und es fängt an. Wir gucken mal, wie das gleich ist mit den Größen. Ja, das ist doch schon gut. Ja, die Größen müssen jetzt halt reinballern, ne? Also das macht das Brassenangeln interessant, aber eben auch die Beifänge hier, Aaland auch richtig lohnenswert. Also gerne mitnehmen. Wir werfen hier natürlich aus in den Schatten. So, einfach locker ausgeworfen in den Schatten rein. Auf 10 Meter Entfernung. Also, und dann klappt das auch ganz gut. 10 Meter Clip und gib ihm. Die ist maßig, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und direkt wieder raus. Und ich nehme auch die ganze Zeit jetzt hier fürs Brassenangeln die Futtermische nicht runter. Denn, wie gesagt, Futtermische absolut essentiell. Futtermischung, ganz normal, original, Standard, Brasse. Also nichts Besonderes, sondern einfach, ja, so wie es sich gehört, das Original sozusagen. Mit Perlgraupe, Fliegenmade, Hirsebrei und Anisöl. Und das heißt, wir müssen dafür ein gewisses Level haben in Futtermische. Gucken wir mal eben kurz rein hier. Köder, Angelfutter, Zubereitung. Ich meine, es ist Level 3
Genau, da haben wir nämlich dann noch das Anisöl, was dann da freigeschaltet wird. Und das heißt, wir müssen bis dahin skillen, die Futtermischkomponenten. Und wenn man halt Grundangler ist, ist das auch eine sehr sinnvolle Sache. Und da man ja eh noch ein paar Skillpunkte übrig hat als Grundangler, weil man am Anfang nicht so viel skillen muss, hat man natürlich auch noch Punkte übrig für 5 Punkte in Angelfutterzubereitung. Das alles wird natürlich auch erklärt, Stück für Stück in der Tutorial-Serie. Ich verlinke die nochmal. Reingucken, Infos reinziehen. Das Game ist nicht mal eben gemeistert. Und dann läuft das auch so langsam besser im Game. Also das ist essentiell, das müssen wir herstellen können. Der Köder, auch der ist nicht so easy. Der Köder, den ich gerade verwende, kann man sich erst herstellen, wenn man Level 16 erreicht hat. Also für unter Level 16 ist der Spot ja beangelbar, aber nicht mit dem Köder. Das heißt, da muss man, auch nicht schlecht, da muss man dann suchen und da muss man dann probieren, wie man den, wie man die Brassen überlistet. Es gibt klassische Brassenköder, die schauen wir uns auch gleich alle nochmal an. Die muss man dann auf jeden Fall alle durchtesten, welcher dieser Köder dann auch noch funktioniert. Wir gucken mal gerade rein. Der Köder, den ich verwende, ja, da muss man schon ein bisschen für skillen, bis man dann hier auf Quarkteig kommt. Und der Quarkteig, der wird eben hier mit Weizenmehl gemacht, mit einer Art Milch. Zucker habe ich gerade nicht dabei. Und dann eben Quark. Und den Quark, den bekommen wir eben nur am Kuori, in der Molkerei. Und von daher ab Level 16 eben nur zu erledigen, das Ganze, oder herzustellen. Und vom Skill her, auch das braucht natürlich ein bisschen. Köderbeschaffung, Quarkteig ist hier unten. Ja, da muss man schon ein bisschen was für machen. Deutlich schneller kommt man zum Knoblauchteig, der auch ein ganz klassischer und wichtiger Köder ist für die Brasse. Also auch das auf jeden Fall probieren. Und natürlich auch einer der ersten Köder, die super schnell herzustellen sind, ist Perlgraupenbrei. Klappt auch immer wieder gut. Und damit kann man zum Beispiel auch auf Laube angeln. Die Laube hatten wir ja gerade schon als Thema. Also durchaus eben die Option, das Ding bis dahin zu skillen, zu testen und einfach für alles verwenden. Perlgraupenbrei, Knoblauch, genau. Mistwurm funktioniert auch immer mal wieder. Also auch das kann man machen. Und später dann noch hier der Erbsenbrei, da hocke ich gerade vor. Auch das durchaus eine Option. Manchmal dann auch tatsächlich der Honigteig. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die Brasse zu gehen. Und es geht los, jawohl. Langsam werden sie schwerer. Und diese Farbe, die sollen sie haben. So soll die Brasse aussehen und dann passt das auch. Dann lohnt sich auch die Brasse. So, nochmal wieder auswerfen. Dann gucken wir gerade nochmal gleich auf der Map, wo das genau ist. Dann gucken wir nochmal gleich jetzt die Futtermische an, beziehungsweise das gesamte Setup. Denn bei der Brasse wollen wir ja... Oh, die nehme ich mit, da kann ich Fischfetzen draus machen. Gucken wir mal hier eben rein. Also, so sieht das Setup aus. Ich bin hier mit einem kleinen Setup unterwegs und verwende hier jetzt gerade ein Setup, nur was 6,8 Kilo Tragfähigkeit hat, also relativ dünn. Das Gesamte da oben drüber ist ja nicht wirklich relevant. Wichtig für Scheuchwirkung, wichtig für Tragfähigkeit vom gesamten Setup sind hier unten die 6,8 Kilo. Also das Vorfach ist hier das schwächste Glied im Set. Einserhaken, ja, Einserhaken bringt einfach mehr von den größeren Fischen. Man kann ein bisschen kleiner reingehen, 6er, 4er Haken vielleicht sogar, dann kommen mehr Fische, aber es kommen auch viele unmaßige damit rein. Kann man vielleicht machen, wenn man vielleicht einfach nur ein bisschen Skillpunkte machen will, aber so für ein bisschen Cash machen, 1er Haken passt eigentlich schon immer ganz gut. Quarkteig, wie gesagt, als Köder. Die anderen Köder hatte ich ja auch gerade schon genannt, die man verwenden kann. Klassisch hier eben mit dem Futterkorb. Der bleibt auch die ganze Zeit gefüllt. Wir ballern hier die ganze Zeit Futter rein. Futter, 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 Futter. Brassenfutter kann man nie genug haben. Also von daher immer reinballern. Das funktioniert immer wieder. Und dann läuft das eigentlich auch mit der Brasse. Schnell wieder auswerfen. Nicht lang schnacken. Ich werfe übrigens da in den Schatten. Jetzt sieht man den gerade nicht so ganz. Ich glaube, in der Nacht... sollte man vielleicht eher so in die Richtung hier so werfen. Doch, da ist noch so der Schatten zu sehen. Der Schatten oder eben hier die Reflexion von dem großen
Baum. Also da vorne rein. Da geht es hin. Und dann geht es weiter. Ich war gerade schon mit dem 2 Kilo Alan so leicht in einem Drill tatsächlich. Der hat da schon richtig Bock gehabt. Sagt der Nächste hier, 2,4er Brasse. Ja, so soll das sein. Die wollen wir hier haben, genau richtig. Zack, schnell wieder raus hier auf die 10 Meter. Und irgendwas Lüttes, ja. Aber das ist gar nicht so schlecht. Also, Frequenz ist da, die Kleinen kommen weg. Die Schlechten wieder zurück, die Guten einpacken. Und dann Gas geben hier auf Brasse und probieren. Und wie gesagt, wenn da noch die Aalande mit reingehen, nehmen wir die natürlich auch gerne mit, denn auch die bringen immer wieder gut Cash. So viel zu dem Spot, so viel zum Brassenangeln am Windenbach. Nee, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Da oben ist es. Da oben ist es an der Stelle, direkt hier vor der Einbuchtung. Die meisten werden es wahrscheinlich schon erkannt haben. Also hier auf die 10 Meter geworfen und dann rausziehen die Brassen. Ich glaube, die nächste Nacht teste ich dann nochmal von da drüben, weil beim letzten Wettangeln auf dem Don war hier drüben, auch so auf 10 Meter Entfernung, waren auch wahnsinnig viele Brassen dabei. Und das wäre natürlich auch ganz nice, wenn man dann auf der anderen Seite das genauso machen kann. Dann kann man vielleicht mal wechseln. Eine Nacht geht man hier, die nächste Nacht geht man dann da drüben hin. Zack. Und gib ihm. Ja, so viel dazu. Also, ab an die Brasse, ab zum Windenbach. Man muss nicht immer nur an der alten Festung auf Brasse angeln. Es geht auch woanders. Petri, wenn es geholfen hat, Daumen dann lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr. Petri.